So, liebe Zauberschüler, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Lego Harry Potter. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, heute geht's weiter, endlich wieder. Ein Tag Pause gewesen. Es liegt einfach daran, dass ich halt nicht viel Zeit hatte zum Aufnehmen. Heute bin ich wieder dazu gekommen und ich glaube, ich habe eine Ahnung, was kommt. Wir setzen mal die Geschichte fort und schauen uns das Ganze mal an. Wir sind bald schon am Ende des vierten Jahres, oder? Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ich glaube, das ist das längste Jahr. Dann halt in den dunklen Künstler. Wir müssen hier raus, genau. Wobei ich jetzt vermute, euch eine Ahnung zu haben, was kommt. Mensch. Weil es geht wahrscheinlich. Nein, Moment. Ich spoiler mal nicht. Ich habe nur eine Ahnung, was kommt. Ich verrate euch aber noch nicht. Was ist es? Vielleicht viele können es wahrscheinlich auch denken und sagen, hey, ich weiß auch, was kommt, aber. Eines der wirklich interessanteren Jahre, würde ich mal sagen, ist dieses hier. Da hinten müssen wir hin. Hm? Okay, er wollte nicht. Wir müssen noch mal kurz den Trank da versuchen. So, da hinten ist noch die letzte Zutat. Das war ein Teufelsschwinger und ein Niffler. Oh, jetzt. Gut, jetzt gehen wir mal Richtung das, wo wir eigentlich auch schon die ganze Zeit auf ihn weiter eingearbeitet haben. Ein Drache. Und wir sind in der ersten Aufgabe des trimagischen Turniers. Ich muss gerade mal kurz runterladen. So. Eine Drache, Rickard. Cedric haben wir freigeschaltet mit der Drachenaufgabe. So, wir müssen
kannst du uns. Eieiei. Der Drache mag es anscheinend nicht. So, gucken wir, was wir hier noch bauen müssen. Ein Hundi, der. Sehr gut, geil gemacht. Sehr schön. Aua. Okay. Moment. Da war was mit meinem Controller nicht in Ordnung. Jetzt geht's weiter. So, warte mal. Jetzt müssen wir hier irgendwas zusammenbauen. Und zwar ein Skelett. Aber ich habe, glaube ich, was vergessen. Eieiei, hau ab. Gibt mir nämlich noch eine Fahne. Und so, wird der hier ein Kessel jetzt raus, oder was? Ja. So, der rein damit. So, der auch rein. Und diese komische Blume hier. Und da gib ihm auch rein. So. Ich muss hier ganz kurz was machen. Jetzt geht's weiter. Oh Moment, ich habe eine Idee. Ist das ein Stärketrank oder was? Ja. Nein. Oh, da schmeißt euch das Ding wieder runter. Ja, ich glaube, das kannst du kriegen, die Wirkung. So, ich muss den nochmal probieren. Ich muss, glaube ich, diese Seil ziehen, um da was freizuschalten. Entschuldigen Sie, hallo. Ja, wollen wir das jetzt nochmal?
Warum immer mein Controller sich wieder verbiss. Mein Controller spackt ein bisschen rum. So. Ups, das war ein bisschen zu weit. Oh, da oben ist das goldene Ei. Also es ist noch ein bisschen was zu tun in dieser ersten Aufgabe. Moment, ich guck mal gerade. Also, ich kann jetzt Feuerchen hier löschen. Ach, das hier schön mitnehmen. Aua! Ist der Krummbein. Warte. So, dann machen wir das mal kurz hier zu. Und da oben ist ein Wappen für Hogwarts. Das ist, glaube ich, der Gryffindor-Löwe. Uiuiui. Kleines Drachi, böses Drachi. Aua. Und wir haben's. Oder? Haben wir's? Kriegen wir's hin? Nein, wir müssen noch ein bisschen weitermachen hier. Die erste Aufgabe ist noch nicht ganz beendet, liebe Leute. Der Drache macht uns, kleine Drache macht uns den Weg frei. Wir haben Fleur-Fall. Ups.
Wir müssen jetzt ein bisschen beeilen hier, dass wir hier die... Und dann zwei Ravenclaw haben wir auch noch ein zweites Wappen freigeschaltet. So. Und tschüss, Drachi. Oh, wir haben es. Jetzt haben wir es. Level abgeschlossen. Freies Spiel freigeschaltet. Wir haben die erste Aufgabe des Magenschnurren. Einmal Cedric freigeschaltet. Einmal Fleur freigeschaltet. Und zwei Wappenteile. Einmal Gryffindor und einmal Ravenclaw. Nur 38% in Stein, aber also wir haben die Aufgabe freigeschaltet. Goldene Steine Nummer 53. Ja, liebe Leute, das war's mit dieser Folge. Wir sehen uns schon morgen wieder in dem zweiten Teil wieder, oder beziehungsweise in der nächsten Folge wieder. Vielleicht auch schon wieder zweite Aufgabe, aber ich glaube eher noch nicht. Bis dahin, auf Wiedersehen.